Toll, dass ihr wieder tanzt. Toll. Oh, Anti-Ritz. Na, komme ich da so dran oder muss ich auf den Knopf hier drücken? Ja, bist du mal stehen? Ja. Ich glaube nicht, Tim. Ich hätte vorher scannen sollen, ich weiß. Ich denke da nie dran. Oder läuft der nur irgendwo hier rum? Hallo? Läuft der noch irgendwo hier rum? Mist. Ich hätte den vorher scannen sollen. Ich denke da noch nie immer dran. Och nee, nicht wieder der Brummding. So, auf einmal ist leer. Mit dem Bauschaum können wir ja auch nichts machen. Wir können uns ein paar Sachen herstellen. Vielleicht können wir uns ein paar Neuromods herstellen. Oh, da kommen wir rein. Da können wir ein paar Sachen kaputt machen. Und da können wir einfach so reingehen. Okay, der Ding ist leer. Hm. Ist ja doch kaputt gegangen. Hier liegen die Überreste rum. Ich will mal ein V an die drücken. Ist jetzt auch nicht mehr. Im Gegenteil. Ne, kann man irgendwas machen? Kann man das irgendwie auf Seite machen? Bringt das irgendwas? Nee. Hm. Was? Sind hier Blumen drin? Kann man Blumen mitnehmen? Ich hätte gerne Blumen im Garten. So 20 Arten. Im Direktorbüro. Ich bin im Direktorbüro, weiß ich doch. Das ist mir doch nichts Neues. So, kann man sonst noch irgendwas machen? Okay, wir machen erstmal kurz ein paar Sachen kaputt. Jetzt mach doch hin, was trödelst denn das rum? Ja, Entschuldigung. So. Moment, das Ding haben wir hier doppelt. Moment, das Ding haben wir ja doppelt. So. Ja, dann Knöpfchen drücken. Und ganz viele Würfelchen und Bällchen mitnehmen. So, wir gucken mal ganz kurz nach, was wir Neuromods benötigen. Geht ja eigentlich noch. Das hält sich ja theoretisch noch in Grenzen. Euromod. wir gucken mal ganz kurz nach. Da haben wir noch ein bisschen was für. Was haben wir da? 69. Ja, da geht eigentlich auch noch. Wie sieht's hier mit aus? Ja, da ist auch noch genug drin. Oh, ein Neuromod. Ach komm. Oh, ein Neuromod. Ich bin gerade am überlegen, was wir noch skillen können. Ich bin am überlegen, ob ich die eine Skill nehme, wo ich die Mimics noch mit auseinandernehmen kann. Dadurch müsste ich theoretisch noch mehr von diesem Alien-Zeug bekommen. Oh, ein Neuromod. So, wir gucken mal ganz kurz nach. So, Mimiktumor. Benötigt Nekropsie. Ja, guck mal ganz kurz nach. Nekropsie haben wir hier oben. Dafür brauchen wir 4 Stück. Wir haben 8 Stück. Würde ich sogar fast direkt nehmen, oder? Wir nehmen Hecken 2. Moment. Wo war der eine Tresor gewesen, wo wir Hecken 2 für benötigen? Der war irgendwo weiter wieder zurück, ne? Verdammt. Ja. Oh, nee, ich glaube, wir nehmen doch Hecken 2, glaube ich. Was ist das denn unten? Psi-Experte. Ja, wir brauchen bis jetzt nicht mal Psi. Von daher ein bisschen schwachsinnig, zumindest momentan noch für uns.
Damit kriegen wir mehr beim Recyceln raus. Ist auch nicht, auch gar nicht mal so schlecht, mehr beim Recyceln rausbekommen. Genetische Explosion? Den Kappes will ich nicht. Nee, ich will hier nichts explodieren lassen. Nee, ich weiß nicht. Ich will was Tolles haben. Damit können wir die Gesundheit erhöhen. Vor der 3 aus. Lautlosigkeit. Du gehst und läufst vollkommen geräuschlos. 5 Stück. Du fügst Gegner 200% mehr Schaden zu, solange die dich nicht bemerken. Nee, wir nehmen auf jeden Fall erstmal Tragen sein. Mehr durch die Neuromods, also mehr durch Recyceln bekommen, ist gar nicht mal so schlecht. Ich will aber auch. Nee, ich glaube, ich nehme erstmal Hacken. Ja, Hacken nehmen wir auf jeden Fall. So. Nekropsie, ich will Nekropsie haben. Na, ich will Nekropsie, ich will nicht ein bisschen Nekropsie, ich will es einfach haben. So. So, kriegen wir noch ein bisschen mehr raus aus denen. Bedeutet, wir können. Ja. Hallo? Mal ganz kurz nach. Ich habe jetzt nur noch ein Nekropsie-Ding bekommen. Da kriege ich 0,0. Wow, das ist echt wenig. Okay, 0,0 ist echt wenig. So, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Was haben wir da drin? C wollen wir nicht erdrücken. Nichts drin. Was macht das? Power Control Terminal. Ach, damit konnte ich vielleicht das Blitzen draußen ausmachen, wenn ich da noch nicht hätte reparieren können. Gehe ich mal von aus. So. Nee, das reicht erstmal. Munition, nee, davon haben wir. Na, nee, wir brauchen erstmal wieder neues Material. So. Speichern. Gucken wir mal hier rein. Ich mag die Skill irgendwie. Überlegen, ob es vielleicht die Vorstellung ist, die ich Looking Glass Station, die ich letztens schon mal geäußert habe, wo ich irgendwie so eine Vermutung habe, wie es sein könnte, wie es hier ist. Da bin ich gerade die ganze Zeit immer noch am Überlegen, ob es vielleicht so sein könnte. Ich sage aber nicht genau, was es ist. So, deaktivieren. Okay, die beiden Sachen sind noch aktiviert. Ja, mal gucken, ob wir irgendwie irgendwann in die Leichenhalle reinkommen. Da hinten soll irgendwo die Leichenhalle sein. Ich bin mal gespannt. Okay. Calvino, was haben Sie mit meinem Konferenzraum angestellt? Ja, das wollte ich Ihnen gerade erklären. Ich sehe nur einen Punkt. Ja, stimmt. Das ist das Kalibrierungssystem für den neuen Touchscreen. Sie müssen es nur einmal starten. Soll es ein Witz sein? Folgen Sie einfach dem Punkt. Wenn er grün wird, berühren Sie ihn. Er sollte... Verdammt, Calvino, ich habe keine Zeit, mit Ihrem hüpfenden Ball zu spielen. Ich rufe Sie zurück. Hans, wir müssen über Annalise Gallegos sprechen. Ich muss irgendeinen grünen hüpfenden Ball berühren? Weiß. Gucken wir uns gleich mal an. Oder kann man irgendwas machen?
berühren zum Kalibrieren. Machen wir gleich. Mal kurz scannen. Gut. Ich sagte, geht der Moment, kommt der eine Raum hier irgendwo an? Ich hatte draußen noch so einen komischen Raum gehabt. Den will ich gleich auf jeden Fall noch schauen, wo der hingeht. So, wir haben noch einmal Chip dazu gefunden. Schleichangriffe stellen etwas Gesundheit wieder her. Oh, das ist ja nett. Packen wir es auch direkt mal rein. So, kurz mal die Funzel hier ausmachen. Vielleicht machen wir die Funzel auch wieder an. So, bevor ich gleich da oben irgendwo, das sieht mal aus, als ob ich gegen geduckt hier rumlaufe. Bevor ich gleich da irgendwo reingehe, möchte ich hier mal ganz kurz... Ach nee, war ich ja schon gucken. Ich war gerade im... Ich bin doof. Entschuldigung. Da war ich ja schon drin. Da ging es ja nirgendwo hin. So, na gut. Dann wollen wir mal gucken. Berühren. 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 Berühren! Wo war das arschig? Tut mir leid, weil ich jetzt gerade... Wow. Ich will da irgendwo reingucken. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Behaltet eure Look in Glas. Aha. Ich kann da nur nichts erkennen. Ich will nicht mehr. Was? Warte, du kommst runter! Wie hat es mich da zerrissen, ey? Ich wusste, ich konnte mir so etwas denken. Das ist das Schlimmste daran. Ich glaube, ich habe aus Panik direkt hier irgendwie Y gedrückt gehabt. Oder ich habe keine Ahnung genau, was ich davor hatte. Wo bin ich denn hier? Was genau sehe ich da? Na, Moment. Müssen die Tasten gerade klarkommen. Ich will mal nur... Nur mal kurz gucken. Achso, da bin ich auch da durchgekommen. Okay. Gut, hätte ich jetzt nicht einschlagen brauchen. Boah, das war eine Arschloch-Aktion. Entschuldigung, aber... mal C drücken, weil Bücken in diesem Spiel C ist. Weil auf STG nichts gelegt wurde. Gut, ich könnte es hinterher einfach umlegen. Was genau sehe ich da und was bringt mir das? Ich habe keine Ahnung. So ist eine Kiste zum Tragen. Kaputte Festplatte. Da sind die komischen Dinger. Die komischen Roboter. Die... immer so lustige Geräusche machen. Bedeutet, hier unten geht es eigentlich gar nicht weiter? Ich habe gedacht, hier geht es irgendwie noch irgendwo durch oder so. Ich will irgendwie in die Leichenhalle rein und ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Na gut,
Gehen wir mal hier unten wieder raus. Ich glaube, wir haben hier unten jetzt alles gesehen. So, Klappe. Ich weiß noch nicht genau, was ich da sehe. So, bei meinem Glück ist da oben gerade irgendwas nachgespawnt. Nicht? Das wäre ja mal überraschend, wenn hier nichts Neues hingekommen wäre. Atrium. Okay. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger öffnen will. Will ich die Dinger... Alter. Komme ich da oben irgendwie hoch? Wie komme ich da hoch? Wie könnte ich da oben hochkommen? Was ist denn dahinter? Ja, vielleicht fliege ich da doch nicht hin. Hallo, Dr. Yu. Ich begrüße dich nicht. Wer solche Geräusche macht, um Gottes Willen. Hä? Kann ich da nicht irgendwie so eine Treppe basteln? Was ist denn? Ich kann mich damit irgendwie hochballern. Ja, komm. Tada! Moment. Nein. Bin ich da? Mimik. Ey, ohne Spaß. So. Forschung abgeschlossen. Sehr schön, aber geschützt Ding und da unten ist noch eine Mimik drin. Oder der ganze Ding ist eine Mimik. Und auf jeden Fall noch ein paar Mimik scannen. Was ist das? Moment, ist das das Terminal, was nach draußen geht? Oh, ich glaube, wir können noch ein bisschen was machen. Zumindest habe ich eine Idee, was wir machen können. Bevor ich da reingehe, scanne ich erstmal. Keine neuen Daten. Okay, wir haben noch Daten zu dem Geschützturm. Die... Was? Warum hat er gerade hier so geruckelt? Okay, hier ist nichts. Im Abflammen war es auch nichts. Dich kann ich reparieren, na komm. Na, wer Glück gehabt. Ich glaube, der wird anders reagieren, wenn ich das Zeug in mir hätte. Labore A. Okay, gut. Ich glaube, wir sind wohl irgendwo gegengefahren oder war ein Schlagloch. Sauerstoffflasche. Hier müssen wir irgendwas mitnehmen können. Na toll, hier unten ist einfach gar nichts. Okay, hinter der Tür ist wohl etwas. Nö, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Komm einfach her.
will immer Licht ausmachen. Wir nehmen erstmal die Sachen mit, die hier am rumflackern sind. Ja, da war ja klar gewesen. Ich vergesse die Dinge mal wieder zu scannen. Wo kam der Mimiker? Wo kam der Mimiker auf einmal her? Ich hab doch hier alles durchgescannt gehabt eigentlich. Muss er sich irgendwo in der Ecke versteckt gehabt. Scan. Scan abgeschlossen. Danke. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Da läuft noch irgendwo noch rum. Komm hoch. Jump, Kleiner. Komm. Dankeschön. Der nächste bitte. Ja, komm, springen. Ja, spring ruhig. Nee, spring rüber. Nein, spring. Genau das, was wir gebraucht haben. So, wir können uns jetzt auf jeden Fall... Du kannst dich tarnen, indem du die Gestalt eines Objekts in deiner Nähe annimmst. Bedeutet, wir können uns auch als Mimik verwandeln. Even Everway. Okay. Ja, die sind da hinten am Rumspringen, sollen sie mal machen. In der Zwischenzeit loote ich hier erstmal. Ich weiß nicht, ob ich alles mitnehmen werde, deswegen. Aber ich will relativ wenige Sachen halt übersehen, deswegen. Kann ich hier nochmal scannen? Moment mal. Da sind sogar mehrere, deswegen. Den habe ich noch gar nicht gehabt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Den hatte ich halt noch nicht gescannt. Wir sind da drin. Wir gucken einmal ganz kurz nach. Moment, wo war das denn hier bei? Daten, ne? Geschütz. Auszug aus der Technik-Datenbank. Testprotokoll Nummer 1008-010435. Produkt automatisches Auslöscher. Geschütz. Version 0.7.6. Beobachter Franklin Good. Der Genauigkeitsgrad dieser neuen Geschütz-Interaktion stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber der letzten Generation dar, was eine Steigerung von 17% entspricht. Die Probleme mit der Ladehemmung beim Wechsel in den Transportmodus scheint gelöst worden zu sein. Die Stabilität ist jedoch nach wie vor grauenhaft. Das Psychoskop-Element funktioniert gut, aber ich empfehle, die Empfindlichkeit etwas zu senken. Ich habe Beschwerden von dem Psychotronik erhalten, dass einige der Prototypen, die wir zum Testen dorthin geschickt haben, etwas überempfindlich reagieren. Morgens Notiz, leicht zu verbessern und zu reparieren. Basismodell ist gegenüber einigen der größeren Typhoon schwach. Vorsicht im Umgang mit Neuromods in ihrer Nähe. Können Typhoon-Material absolut nicht ausstehen. Schwächen, elektrisch MP, Explosion, Nahkampf, Immunität, psychisch und Nullwellen. So, unsere Kollegen springen hinten rum. Ist da. Können die überhaupt durch? Oder ist es eine Scheibe vor dort? Oh, da machen die aber schön. Was haben wir da für eine Notiz? Warnung: Ich habe hier mehrere Mimics eingesperrt. Es gab 2 Tote. Sind also vielleicht 8 Mimics.
Minion. So, habt ihr noch ein paar drin? Dich habe ich noch nicht gescannt. Scan abgeschlossen. Ah, nice. So, dann haben wir auch abgeschlossen. Haben wir sonst noch irgendwas gehabt hier? Das Ding hatten wir schon. So, Mimics haben wir jetzt komplett abgescannt. Ich würde am liebsten das aufmachen und so ein Ding da reinwerfen. Wieso ist denn auf einmal so dunkel hier drin geworden? Hä, ist das Bild dunkler geworden? Riecht das Ding überhaupt irgendwie auf? Gut, ich könnte vielleicht versuchen, ein Fenster einzuhauen. Ja, speichern wir ganz kurz. Ups. Sollen wir ganz kurz scannen? Oh, das ist aber nett. So. Die Recycler sind doch gar nicht mal so schlecht. Hallo, Dr. Kelstrup. Ich wollte Sie nochmals bitten, eine der Verzichtserklärungen der Volontäre sehen zu dürfen. Anna. Sie haben doch heute frei. Ich hatte Zeit, also dachte ich mir... Ich hab doch gesagt, die VVEs sind vertraulich. Mir sind die Hände gebunden. Aber gibt es denn keine Erlaubnis für die Wissenschaftler? Ich meine, Herrgott, ich muss schließlich die Befehle eingeben. Hören Sie zu, ich verstehe Sie. Wirklich. Sie wären kein Mensch, wenn das leicht für Sie wäre. Ich wollte nur sicher gehen. Vertrauen Sie mir. Alles, was wir tun, ist absolut legal. Und zwar, weil die Talos 1 außerstaatlicher Raum ist. Hier gibt es keine Gesetze. Anna, Sie sind müde. Das beeinflusst Ihr Urteilsvermögen. Ich habe das eine Weile toleriert, aber genug ist genug. Sie brauchen etwas Erholung. Verstanden? Ja, Dr. Kelstrup. Verstanden. Gut. Jetzt bin ich für mein Treffen mit Alex spät dran. Bist du dir bei der Sache sicher? Noch können wir das Zeug aus einer der Luftschleusen werfen. Ich bin mir sicher. Hast du etwa Zweifel? Keineswegs. Ich bin dabei. Es ist nur, ich bin nicht diejenige, die die Schuld auf sich lädt. Es gibt so oder so kein Happy End für mich. Ich versuche nicht, darüber nachzudenken. Tut mir leid. Hast du Vorkehrungen getroffen? Mitchell ist an Bord. Er bringt mir was zu essen. Erspar mir die Details. Ist besser so. Es muss bei deiner nächsten Dienstrotation passieren. Ich packe alles in ein Paket mit der Aufschrift Mementos. Ich lasse es in meiner Kabine. Es muss an alle Medien weltweit gehen. Alles klar. Und, Quinton, sei vorsichtig. Die Sicherheit prüft mich eh schon genauer als sonst. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier nochmal ganz genau um. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Und dann würde ich mal sagen, morgen wird es höchstwahrscheinlich weitergehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Vorbeischauen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Prey wieder dabei wärt. Bis zum nächsten Mal.